Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir haben das letzte Mal in einer Bergruine aufgehört, weil ich hammermäßig angepisst war. Und bei der Bergruine habe ich mir halt jetzt eben den Vorteil auch herausgenommen, dass ich, ne? Dass ich ja quasi jederzeit eigentlich pausieren kann, weil alles vom Start eigentlich ganz gut erreichbar ist. So, ich hole mir erstmal normale Suppe. Das fehlende Dreiviertel Herz ist, das fülle ich jetzt mal nicht auf, um hier nochmal Suppe zu holen, weil ich weiß, was noch kommen wird. Und ich weiß, dass sich das nicht lohnt, da jetzt extra einzusaufen, um das Herz aufzufüllen. So, hier kommen gleich wieder die super nervigen Wölfe. Losche. So, und jetzt werden wir zum Menschen und können hier mit dem kleinen Schlüssel, den wir das letzte Mal hier im Schneeversteck gefunden haben, mit dem kleinen Schlüssel kommen wir hier rein. Weißt du, statt ich die Tür einfach offen lasse, müssen sie hier so eine komplizierte Konstruktion machen. Ach, warte mal. Erstmal muss ich irgendwie versuchen, hier ranzukommen und es runterzulassen. Verkackte Hitboxen sei Dank, geht es nicht so einfach. Wo geht's hier hoch? Ah ja, da oben ist auch ein Frostatmer, so heißen die Dinger. Genau. Genau, Froster waren ja die aus Mario. Oder Eisatmer? Eisatmer, glaube ich. So. Wie gesagt, statt man die Gittertür hier offen lässt, nein, muss man eine so hochtrabende Konstruktion erstmal machen. Das Gute ist, die Gittertür zählt nicht als Gebietswechsel, wodurch ich jetzt die Wölfe nicht nochmal machen musste. Laden und Feuer! Treffer und versenkt. Rein hier. Ist es der Raum? Es ist der Raum. Lidli. Swiggity Spoody, I'm coming for the booty. Die Rüstung da vorne war nicht so tot. War nämlich hier der Eisenmann drin. Was tot ist, kann niemals sterben. Au. LOL. Ja, super. Nein.
da oben übers Gitter ist voll der Bullshit. Übers Gitter sollte es, glaube ich, eigentlich gemacht werden. Aber das Gitter ist Bullshit. So, und jetzt erhalten wir den Morgenstern. Nicht nur hier in Twilight Princess ein witziges Item, sondern auch in Hyrule Warriors. Eine richtig coole Waffe eigentlich. Und durch den Morgenstern brauchen wir die Kanonen, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir die gar nicht mehr brauchen oder ob wir die nur für den Moment nicht mehr brauchen. Dumme Sau. Achso, der macht auch beim Schwingen übrigens Schaden. Ja, es ist halt super witzig. Man ist aber auch durch den Morgenstern schwer verlangsamt. Öffnen! Und hier ist der Schlüssel. Ein Ziegenkäse. Schon wieder etwas zu essen. War doch klar. Die war so unsicher, da musste es ja so kommen. Na egal, vielleicht fällt ihr doch noch was ein. Gehen wir zurück. Vorher trinke ich aber erstmal eine Suppe. Zum einen, weil ich die Flasche eh leer machen muss. Zum anderen, um meine Herzen aufzufüllen. Wie viele Herzteile haben wir eigentlich? Ah. Zwei Herzteile kriegen wir hier. Das heißt, ein Herz kriegen wir in dem Dungeon so dazu und eins durch den Herzcontainer. Ach, die Wölfe sind schon wieder da. Und jetzt stirb. Das nenne ich mal Reflexe. Oh, Link. Hast du ihn? Was? Ein Käse? Ob ihn wohl mein Mann weggeräumt hat? Wo habe ich ihn nur hingetan? Verzeih, es wird mir einfach nicht einfallen. Bring doch erst einmal den Käse zu meinem Mann. Vielleicht fällt es mir in der Zwischenzeit ja ein. Dann bringe ich deinen Käse deinem Mann. Warte mal, da ist irgendwas Blaues in der Ecke. Tante! Puh, endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir noch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Du hast die Tante wieder getroffen. Ja, Tante in jedem Dungeon zu finden, gehört natürlich auch zum 100% Run dazu. Da fehlt noch das gewisse Etwas. Riecht gut. Was hast du denn da? Zack, schon wieder Fräulein kassiert. Oh, genau, das hat mir viel... Au. Wie die Suppe noch gefehlt. Jetzt muss sie nur noch eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Du füllst Luxussuppe in deine Flasche. Geschmacklich abgerundet durch die Zugabe von Käse. 8 Herzen füllt die jetzt auf. Na gut, da... Da fülle ich mich jetzt doch einmal auf. Ja, bei 1 3/4 Herzen, die fehlen, da mache ich den Unterschied.
So, Matonia. Oli, jetzt fällt es mir ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich ihn in das Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer gelegt. Wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Er ist hier, wo das Zeichen ist. Da oben. Also ein komplettes Stockwerk erkunden. Dort muss er sein, ganz sicher. Bitte geh doch noch einmal. Ich glaube, da ist er dann auch wirklich. Ich muss wieder ein Stück zurückrutschen. Ich rutsche auch immer so nah ran. Dann gehen wir durch Tür Nummer 3. Wehe, hier hinter ist der Zong. Auch hier gibt es Kanonenkugeln. Oh, da ist auch ein Eisatmer. Dreht er sich komplett? Zack. Erledigt. Ist da vorne auch geöffnet? Ah, genau, bei dem musste ich das so abpassen. Okay, nein. Na gut, dann kill ich die Fledermaus so. Okay, da brauche ich einen kleinen Schlüssel. Dann gehe ich mal den naheliegendsten Weg. Alright. Gut, dann ist das hier der nächst naheliegendste Weg. Das war kurz. Okay, mit so einem kurzen Prozess hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ah. Oh shit, da summt mein Handy. So, weiter geht's. Zack, erledigt. Was gibt's hier? Ein kleinen Schlüssel. Okay, die Fässer sind jetzt nicht sehr beeindruckt von meiner Wirbelattacke. Da fällt mir gerade ein, ich könnte eigentlich schon die nächste okkulte Kunst lernen, die ist ein Kakariko. So, zack. Ich hoffe, das Eis bleibt auch kaputt. Die treffe ich nicht. Die Flederratten. Ich will darauf halt jetzt echt keine Pfeile verschwenden eigentlich. Ah. Ich bin bei Pfeilen einfach geizig.
Den kriege ich nicht tot mit Pfeilen, ne? Ah, doch. So, wir müssen es mal kurz ausschwingen lassen. Weil wir wollen darüber. Und auch das hier lasse ich sicherheitshalber mal komplett ausschwingen. Genau, Haupteingang mit dem Morgenstern. Südosten, Südosten des zweiten Stockwerks. Warte, der Südosten des zweiten Stockwerks ist doch da. Scheiße. Ah, aber ich habe hier mitgedacht. Boah, war das gut. Ja, ich muss halt nur die Steuerung mitmachen. Ja, muss ich das komplett ausschwingen lassen. Dann kann ich halt gucken, wo die Geisterseelen hier drin noch sind. Im Flur des ersten Raums. Ah, genau. Jetzt muss ich auch mal gucken. Also, das gucke ich gleich, sobald ich auf der nächsten Plattform bin. So. Dann lasse ich das mal eben ausschwingen. Ich will nämlich gucken, für welche Edition das hier ist. Twilight Princess Wii. Okay. Swingy, swingy, swingy. Kann das mal aufhören zu schwingen? Bitte. Boah, braucht es lange, um auszuschwingen. Ey, man kann es auch übertreiben, dieses Nintendo-Team. So, hier oben ist nämlich ein Herzteil. Und damit gibt es einen Herzcontainer. So, und wir gucken nach, was sich hinter Rüstung Nummer 1 verbirgt. Nichts. Was sagt Rüstung Nummer 2? Nichts. Rüstung Nummer 3? Verdammt. Rüstung Nummer 3 war der Zonk. Weiß es? Lol. Na gut, Rüstung Nummer 3 war der Trostpreis. Rüstung Nummer 4? Der Niete. Rüstung Nummer 5. Wieder eine Niete. Da muss ich hinter 6 der Hauptgewinn verstecken. What? Ah. Und bei Rüstung Nummer 1 verbirgt sich der Trottel. Nicht der Zonk, sondern wirklich der Trottel. Der komplette Vollidiot. Ich muss die Rüstung zerstören. So. Und noch eine Geisterseele. Und speichern. So.
Und damit bedanke ich mich an der Stelle mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.